An diesem Wochenende sind in Hannover 90.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ganz klar deutlich zu machen, Abkommen wie das TTIP und wie CETA müssen gestoppt werden. Und angesichts der Bilder, die am Wochenende von Hannover ausgingen, muss ich sagen, das erfüllt einen wirklich mit Stolz. Und dazu kommt auch eine gewisse Zuversicht, dass es doch noch die Chance gibt, Abkommen wie CETA oder TTIP zu stoppen. Frau Merkel behauptet ja, Abkommen wie das TTIP seien gut für die Wirtschaft. Wenn Angela Merkel ernsthaft glaubt, dass Abkommen wie TTIP gut für den deutschen Mittelstand wären, dann empfehle ich ihr ernsthaft den Besuch im Leseraum. Sie darf zwar danach nichts darüber sagen, was sie dort gelesen hat, sie darf auch keine Fachreferenten mit dazu ziehen, aber wer sich dann mal nicht nur von der Lyrik in den Texten blenden lässt, sondern zur juristischen Substanz vordringt, den kommen solche Sätze wie TTIP sehr gut für den deutschen Mittelstand nicht mehr einfach so leicht über die Lippen. Kurzum, wer sich gründlicher mit dem Inhalt von TTIP beschäftigt hat, der kann nicht mehr behaupten, dass davon mittelständische Unternehmen hierzulande profitieren würden. An die Adresse der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten können wir nur appellieren, lasst euch von Sigmar Gabriel in puncto TTIP nicht für dumm verkaufen. Das TTIP steht anders, als es Sigmar Gabriel behauptet, wirklich für die Aufgabe so ziemlich aller ursprünglich sozialdemokratischen Werte. Es ist ein Angriff auf Beschäftigtenrechte, auf Verbraucherschutz, auf Umweltschutz und ihn vor allen Dingen den großen Konzernen. Die Linke wird auch in Zukunft sich couragiert solchen Abkommen in den Weg stellen und wir werden alles tun, um Abkommen wie TTIP und CETA zu stoppen, parlamentarisch, außerparlamentarisch und auch juristisch.